Unser heutiges Thema ist Flow. Flow lässt sich am einfachsten anhand eines Beispiels erläutern. Mein zweiter und angestammter Beruf ist Informatikingenieur. Und in diesem Zusammenhang hat mir ein Kunde einen alten Laptop gebracht, wo der Bildschirm kaputt gegangen ist. Respektive hat geflimmert. Es war mir ein Anliegen, ihm zu helfen, aber ich musste schnell feststellen, dass der Hersteller keine Ersatzteile mehr liefert. Das war aber nicht die einzige Schwierigkeit. Es hat auch keine Ersatzteile mehr im Internet gegeben, auch nicht von gebrauchten Geräten oder von denen Firmen, die gebrauchte Geräte zerlegen, um die Ersatzteile zu verkaufen. Ich habe dann gedacht, ich gebe den Auftrag an einen feinen Elektroniker, mit dem ich zusammenarbeite. Angesichts der Komplexität hat er aber dankend abgelehnt. Wenn Sie schon mal einen Bildschirm von einem Laptop geöffnet von hinten gesehen haben, dann können Sie auch gut verstehen, warum. Da hat es eine Menge ganz feiner Drähtchen und die sind umhüllt mit einem Klebeband, mit einem Gewebeklebeband, ganz einem dünnen, ganz einem Zeichen, das sehr, sehr gut klebt. So ist die erste Herausforderung nur schon mal, das Gewebeklebeband zu entfernen, ohne dass Sie irgendetwas von den Drähtchen oder sonst am Gerät beschädigen. Das ist nur eine der Schwierigkeiten. Insofern konnte ich seine Entscheidung verstehen. Es ist mir also nichts anderes übrig geblieben, als von Hand das Gerät selber mir vorzunehmen. Ich habe dann zur Nacht am 10 Uhr mir ganz eine spitze Schere, einen Laptop mit einer ganz kleinen, feinen Spitze, die feinsten, besten Schraubenzieher, die ich hatte, eine Menge Lampen, dass ich den Arbeitsplatz richtig gut ausleuchten konnte von allen Seiten. Und eine raffinierte Einrichtung, sodass ich auch, wenn ich hinten am Laptop gearbeitet habe, konnte trotzdem auf den Bildschirm vorne schauen. Ich habe mir all diese Sachen parat gemacht und mich in die Arbeit versenkt. Ich bin auf dem Lösungsweg mehrere Mal angestanden und hatte das Gefühl, es ist unlösbar. Aber ich hatte immer wieder eine gute Inspiration, sodass nach über 2 Stunden das Gerät wieder funktioniert hat. Das Beispiel zeigt ganz, ganz gut, wie Flow funktioniert. Ich möchte das gerne erläutern. Der erste Punkt ist die Ungestörtheit. Die ist essentiell für Flow. Wenn ich ständig von E-Mails gestört worden wäre oder von Anrufen, das hätte nicht funktioniert. Ein zweites klasse Kennzeichen von Flow ist die Inspiration, die immer wieder da war. Ganz typisch für Flow. Der dritte Punkt ist, dass meine Fähigkeit, Geräte zu reparieren über meine 25-jährige Erfahrung, dem sehr näher kommt, was das Gerät mir an Herausforderung dargestellt hat. Das ist wichtig. Wenn die Herausforderung viel kleiner ist, ist die Langweilung schnell da. Wenn die Herausforderung viel grösser ist, ist die Überforderung da. Flow funktioniert genau zwischen denen. Flow hat auch verschiedene Nebenwirkungen. Die wichtigste davon ist, dass man sich richtig sinnvoll fühlt und Sie können mir glauben, ich habe mich äußerst sinnvoll gefühlt in diesem Prozess. Ich konnte meinem Kunden erlauben, weiterzuarbeiten mit dem Gerät, das er darauf angewiesen ist. Ein anderes hätte er sich nämlich gar nicht leisten können. Wenn ich sie neugierig gemacht habe, wie Flow funktioniert, aber noch viel mehr, wie sie Flow in ihrer Firma, zuerst mal für sich selber, dann für ihre Mitarbeiter und zwar jeder für sich selber, aber dann auch in den Teams, in den Abteilungen und in der ganzen Firma immer öfter und immer leichter, aber vor allem selbstbestimmt könnt verfügbar machen, dann freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme, am liebsten per E-Mail oder per Telefon. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Bye bye.